so ein sogenannter Frühkantianer. Ich sage nachher noch ein bisschen was zu seiner Person. Und wir wollen uns heute mit seinem Begriff des Triebes befassen. Ursprünglich hatte ich im Seminarplan Fichte vorgesehen gehabt, aber chronologisch ist es besser, Reinhold vor Fichte zu nehmen, weil Reinhold noch stärker an Kant anknüpft und Fichte ist noch viel eigenständiger in seiner Theorie des Triebes. Deswegen machen wir Fichte in der Vorweihnachtssitzung und jetzt in dieser Sitzung Reinhold. Bevor wir jetzt auf Reinholds Begriff des Triebes zu sprechen kommen, in Anknüpfung an Kant, wollen wir noch mal eine kurze Wiederholung machen von der letzten Sitzung, in der wir uns ganz ausführlich noch mal mit zwei Werken von Immanuel Kant beschäftigt hatten, nämlich einmal der Kritik der Urteilskraft und einmal seiner Kritik der praktischen Vernunft. Ich sehe, wir haben gerade null Zuschauer, aber mit diesem Stift jetzt hier auf diesem Tablet ein Like schon. Das ist doch schon erfreulich. Und damit können wir jetzt, glaube ich, gut loslegen. Also, was waren die wichtigsten Punkte der letzten Sitzung? Ich möchte ein bisschen wiederholen. Jetzt haben wir schon zwei Zuschauer, das ist doch erfreulich. Also, die wichtigsten Punkte waren von seiner Kritik der praktischen Vernunft, seine Theorie der Triebfedern, dass Kant eben verschiedene Triebbegriffe unterscheidet. Und zwar zum einen kennt er die mechanische Bildungskraft, dann kennt er den organischen Bildungstrieb und die moralische Triebfeder. Und darüber ist noch nicht viel geschrieben worden, über diese verschiedenen Kräfte und Triebe. Man kann jetzt diese verschiedenen Formen seinen verschiedenen Werken zuordnen. So hatten wir das gemacht in der letzten Sitzung. Ich mache oben rechts im Video dann einen Link rein zur letzten Sitzung an der Stelle, wo wir das besprochen haben. Also für die Zuschauer, die es noch nicht gesehen haben, die können da direkt sich dann mit verlinken. Mechanische Bildungskraft, hatten wir gesagt, hat so ein bisschen was von, ja, wie mechanischen sagt, Mechanismus. Das ist die bloße Wirkursächlichkeit. Und wissen Sie, welches Vermögen Kant dieser Wirkursächlichkeit zuordnet? Ja? Das Erkennen. Genau, aber Erkennen ist jetzt nach Kant kein Vermögen. Also Vermögen ist zum Beispiel Wille, Verstand, Vernunft, Urteilskraft. Das sind Vermögen. Weil Erkennen tun ja Verstand und Vernunft auch. Also das Werk, das sich damit befassen würde, wäre die reine Vernunft? Die Kritik der reinen Vernunft, ja. Genau. Und es wäre dann nach Kant der Verstand. Also der Verstand ist nach Kant das, was mit Wirkursächlichkeit zu tun hat, im Sinne des Erkennens. Der Verstand erkennt die Dinge, aber er legt sie auch in die Welt hinein mit seinen Kategorien. Sie haben es vielleicht schon gehört, Kategorie, die Kategorientafel, Ursache und Wirkung, das Vermögen des Verstandes, die theoretische Vernunft, die strukturiert unsere Erfahrung nach diesem Schema. Und da spricht jetzt Kant von der mechanischen Bildungskraft, das ist ein sehr physikalischer Begriff, dann unterscheidet er den organischen Bildungstrieb und das ist eine ganz klare Anknüpfung an wen? Sie nennen sich an Blumenbach. Ne? Blumenbach, da mache ich auch oben rechts nochmal den entsprechenden Link zu dieser Sitzung, in der wir uns mit Blumenbach beschäftigt haben, rein. Und jetzt kommt eben als Neues die moralische Triebfeder. Das ist jetzt was ganz Neues. Wir hatten darüber gesprochen, darüber spricht Kant in seiner zweiten Kritik, der Kritik der praktischen Vernunft. Aber der Begriff Triebfeder ist ein bisschen widersprüchlich oder ein bisschen problematisch, weil Triebfeder ist eine Metapher, die aus dem Mechanischen entlehnt ist. Und hierbei handelt es sich ja nicht um etwas Mechanisches bei der moralischen Triebfeder, sondern etwas Moralisches, etwas, was mit Freiheit zu tun hat. Eben gerade nicht mit Mechanik. Das war so ein Punkt. Ich glaube, ich habe das recht deutlich in der Zusammenfassung herausgearbeitet. Vielleicht haben Sie ja noch Bemerkungen dazu. Können wir auch gerne immer diese ersten Minuten dazu nutzen, nochmal die Zusammenfassung zu diskutieren. Die moralische Triebfeder in der Kritik der praktischen Vernunft entstammt nicht der heteronomen Natur. Heteronome Natur wäre der Bereich der mechanischen Bildungskraft des Verstandes,
sondern der Autonomen, der sich selbst setzenden reinen praktischen Vernunft. Die moralische Triebfeder der Vernunft, der praktischen Vernunft, ist das moralische Gefühl der Achtung. Und das Gefühl der Achtung ist das einzige bzw. ein geeignetes moralisches Motiv zur autonomen moralischen Bestimmung unseres Willens. Es gibt nur eine moralische Triebfeder und solche möglichen anderen Kandidaten wie Mitleid oder wie Liebe oder wie, vielleicht haben Sie noch andere Ideen, was eine Triebfeder sein könnte des Willens, eine moralische Lust, Freude, ja, aber vor allem Mitleid ist immer so ein Kandidat, die schließt Kant aus. Es gibt nur eine einzige moralische Triebfeder und das ist die Achtung. Ja, vielleicht sollen wir da mal auf noch ein bisschen genauer eingehen. Auch für unsere Zuschauer bitte mitdiskutieren. Was halten Sie von der These? Jetzt haben wir schon drei Zuschauer. Also eins, zwei und noch jemand im Netz. Gut, ja, sehr gut, ja, wunderbar. Es wird immer besser. Wir hatten aber nur über 10. Daran müssen wir jetzt wieder anknüpfen. Aber das hatten wir Goethe zu verdanken. Goethe. Dann muss ich mal wieder ein bisschen mehr zu Goethe machen. Oder Schopenhauer. Immerhin 5 Likes, das ist doch schnell. Es kommt ja auch nicht auf die Quantität, sondern auf die Qualität. So, also, auch an die Zuschauer. Was hat es mit dieser Achtung auf sich? Und wir wollen hier mal ein bisschen einsteigen. Also, das moralische Gefühl der Achtung. Moralisches Gefühl der Achtung. Und ja, was zeichnet dieses Gefühl aus? Haben Sie ein paar Charakteristiken noch? Können Sie sich noch so ein bisschen daran erinnern, was diese Punkte waren, die wir behandelt hatten? Ja. Also dieser Achtung steht die Triebfeder der Sinnlichkeit entgegen. Mhm. Und indem wir Einsicht in das Gesetz haben, werden wir brüskiert, wir werden durch das Gesetz gedemütigt. Und daraus entsteht dann in Negation dazu die Achtung. Mhm, genau. Wenn Sie von Gesetz sprechen, dann meinen Sie natürlich ein spezielles Gesetz. Das praktische Gesetz. Genau, das praktische oder das Sittengesetz. Also das Sittengesetz. Sittengesetz. Das ist das, was der kategorische Imperativ gebietet. Das ist Sittengesetz. Und Achtung und Sittengesetz hängen irgendwie miteinander zusammen. Man könnte zum Beispiel sagen, also es ist ganz interessant, weil die Achtung gilt nach Kant nicht einer Person. Normalerweise würde man ja sagen, ich habe Respekt vor dieser Person. Wobei man auch da wieder zwischen verschiedenen Formen unterscheiden kann. Man kann zum Beispiel eine Form von Achtung unterscheiden, die nur so viel bedeutet wie Ehrerbietung oder Furcht. Ja. Wenn jetzt hier eine ganz bekannte Persönlichkeit in diesen Raum käme, angenommen Platon. Platon wird irgendwie wieder erweckt zum Leben und käme jetzt hier rein und wir wüssten, dass es Platon ist. Dann hätten wir einen großen Respekt vor ihm. Ja. Also in dem Sinne der Anerkennung seiner Leistung. Ja. Oder wie ein bedeutender Sportlerin oder irgendwie jemand, Angela Merkel oder eine noch bedeutendere Politikerin. Ja. Brauchen jetzt gar nicht persönlich werden. Dann hätten wir einen Respekt, aber das wäre noch nicht moralische Achtung. Wir haben von manchen Leuten Respekt, ohne dass wir sie moralisch achten. Während Kant davon noch eine Bedeutung von Achtung unterscheidet, die sowas wie moralische Hochachtung impliziert. Also, diese Hochachtung hat gar nichts mit dem Status zu tun, sondern Kant sagt, ein ganz gemeiner Mann, also gemein in dem Sinne ein ganz normaler Mann, wenn der moralisch gut handelt und mir ein Vorbild ist, dann empfinde ich Hochachtung von ihm. Und dann kann er noch so gemein im Sinne von gewöhnlich sein. Sein Stand interessiert mich nicht, mich interessiert nur seine Gesinnung. Von dieser Gesinnung empfinde ich Achtung. Und das meint Kant mit Achtung, also nicht so viel wie Respekt oder sowas. Also, Sie kennen ja diese Wendung, Respekt, ich zolle dir Respekt für deine Leistung. Das ist hier nicht gemeint mit Achtung. Irgendwie ein Respekt gegenüber Leistung, sondern ein Respekt gegenüber einer Einstellung, einer Haltung. Dann sagt aber Kant, wenn wir genau die Achtung betrachten, dann gilt die Achtung als Triebfeder nicht der Person,
sondern sie gilt dem Sittengesetz, nach dem die Person gehandelt hat. Achtung gilt nicht gegenüber Personen, sondern gegenüber einem Gesetz. Und das ist natürlich seltsam. Und es ist auch noch viel seltsamer, wenn Kant dann nahezulegen scheint, dass nicht nur die Achtung dem Sittengesetz gilt, sondern dass die Achtung auch vom Sittengesetz hervorgerufen wird. Also dass die Achtung mehr oder weniger sich dem Sittengesetz verdankt. Wir sehen, es ist so eine Art Bedingungsgefüge, die weisen wechselweise aufeinander zurück. Also die Achtung gilt dem Sittengesetz, aber sie verdankt sich ihm auch zugleich, weil das Sittengesetz ja mit der reinen praktischen Vernunft ganz eng zusammenhängt. Reine praktische, ich radiere das mal aus hier, reine praktische Vernunft. Ganz, ganz seltsam, und Sie haben aber diese Opposition aufgemacht, versus Neigung, ne? Könnte ich auch sagen Triebe. Triebe versus Triebfeder. Wobei Kant, glaube ich, schon von Triebfedern das nicht entscheidet. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja. Also das ist richtig, wobei Sie haben recht, also ich schreibe jetzt einfach mal Triebfeder hin. Man kann jedenfalls es so machen, es gibt eine Triebfeder der Vernunft und eine der Natur. Und wissen Sie, was die Triebfeder der Natur auf den Begriff gebracht ist für eine Einstellung, wie Kant die nennt? In welche Richtung die geht? Wenn wir der Triebfeder unserer Natur gehorchen, was für eine Einstellung, was für ein Gefühl haben wir dann gegenüber der Welt? Kant sagt das an einer Stelle, vielleicht haben Sie es nicht mehr parat. Das war in diesem Triebfederkapitel enthalten, ja. Also es muss auf jeden Fall ein unfreies Gefühl sein. Ja, genau. Frei bestimmt, ja. Durch diese sinnlichen Triebe, ja. Was meiner Vernunft äußerlich ist, bestimmt. Mhm, genau, also Kant nennt das die Selbstliebe. Er hat da verschiedene Bezeichnungen. Liebe oder auch Eigendünkel. Das ist nach Kant eine Haltung, die aus diesen individuellen Neigungen entsteht, die damit jedenfalls zusammenhängt. Und in der Achtung sind wir nach Kant gar nicht mehr individualistisch, sondern da fühlen wir uns zugehörig zu einer höheren moralischen Ordnung, in der individuelle Unterschiede keine Rolle mehr spielen. Sie würden es doch sicherlich auch so sehen, wenn Sie jetzt moralisch handeln oder moralische Motivation haben, dann spielen für Sie individuelle Eigenschaften keine Rolle mehr. Also welchen Status diese Person hat, der Sie jetzt helfen. Das blenden Sie völlig aus, wenn Sie moralisch handeln, dieser Person gegenüber. Angenommen, Sie helfen einer bedürftigen Person oder einer anderen Person in einer Notlage, dann blenden Sie alles Individuelle eigentlich aus. Sie tun das, wenn Sie wirklich moralisch handeln, allein aus einem Prinzip heraus, um der Person zu helfen. Und nicht, weil die Person jetzt 1,80 Meter groß ist oder weil sie, ich weiß nicht, was sonst noch hat, irgendwie eine besondere Kleidung, das abstrahieren Sie alles davon. Das ist so diese Einsicht von Kant. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wie kommt es, dass die Vernunft eine Triebfeder hat? Also, dass die Vernunft praktisch wird, wie Kant sagt, dass sie konkret wird, dass sie sogar in einer gewissen Weise sinnlich wird. Kant hatte ja eigentlich diese Dinge klar unterschieden. Ne? Vernunft versus Sinnlichkeit. Sinnlichkeit meint bei Kant das ganze Empirische, das naturgesetzlich bestimmt. Ne? Tja, wie kann die Vernunft so ein Gefühl hervorbringen? Ne? Und da gibt es jetzt phänomenologische Untersuchungen. Zum Beispiel hat Martin Heidegger dazu einiges gemacht. Andere Denker. Und das ist also die Phänomenologie. Und man kann jetzt so argumentieren, dass man sagt, die Achtung ist in gewisser Weise ein Gefühl, aber ein ganz spezielles Gefühl, weil die Achtung eine Differenz impliziert, die andere Gefühle nicht implizieren. Zum Beispiel in der Liebe wird diese Differenz zur anderen Person häufig transzendiert. In der Achtung bleibt aber eine Distanz, die etwas von Bewunderung
oder von ja, Respekt, also von einer gewissen Distanziertheit besitzt. Und diese Distanziertheit, dass man nicht in das Objekt übergeht, also aufgesogen wird im anderen, sondern dass man das andere sein lässt, ist eine Struktur der Anerkennung enthalten, die sich als eine gewisse Form von rationaler Haltung auch verstehen lässt. Also wenn man phänomenologisch sich die Achtung genauer anschaut, kann man da durchaus Gründe dafür entwickeln, die Kant bewogen haben könnten, diese These, die auf den ersten Blick etwas kontraintuitiv ist, zu vertreten. Ja. Also das ist so der Punkt der Achtung, und ich wollte das Ganze nochmal zurückbeziehen auf dieses Schema hier. Ne. Das ist also ganz wichtig. Das müssen Sie sich gut merken. Mit diesem Schema können Sie die ganze nachkantische Philosophie eigentlich verstehen, wenn Sie dieses Schema verinnerlicht haben. Dieses Schema, diese Tafel der oberen Seelenvermögen, die löst eigentlich die platonische Seelenlehre, diese Dreiteilung der Seele nach Platon. Wissen Sie nochmal, was diese Dreiteilung der Seele war nach Platon? Überlegen Sie nochmal kurz, was hatte Platon für Seelenteile angenommen in seiner Politeia? Als Platon. Was war das? Also Seelenteile, drei Seelenteile. Ich mache oben rechts einen Link rein zu der Sendung, wo ich im vergangenen Semester ein Seminar angeboten hatte über Theorien des Geistes. Und da bin ich auch auf Platon eingegangen. Mache ich oben rechts rein. Schauen Sie mal kurz, was ist es? Haben Sie eine Idee? Drei Seelenteile bei Platon. Wissen Sie es noch? Es gibt das Orektikon. Orektikon. Das Begehren der Seelenvermögen. Gibt es Thymoeides. Das ist Muthafte. Muthaftes Seelenteil, dann gibt es Logistikon. Logistikon, das ist ein Akzent hinten, ist das vernünftig, ja? Vernünftig verständlich. So, also, man könnte jetzt Folgendes sagen: Das hier ist bei Kant die Vernunft, das Muthaft ist der Wille und das Orektikon ist sozusagen, das ist die bloße Neigung. Also das lässt sich nicht ganz abbilden auf die kantische Seelenlehre. Das lässt sich nicht darauf abbilden, ja, wie Sie sehen. Ja, das Logistikon deswegen nicht, weil Kant zwei Vernunftbegriffe hat. Das wäre vielleicht am ehesten, ja, es ist nicht ganz klar. Es hätte eine Dimension der praktischen Vernunft, aber auch eine Dimension der theoretischen Vernunft. Das Thymoeides, das Muthafte, hat was von dem Willen, wobei die Antike noch keinen Begriff des Willens hat. Kennt sie noch nicht. Hier ist Augustinus, es gibt bei Aristoteles ähnliche Begriffe wie Proheiresis, die Wahl, also die Entscheidung. Aber der Willensbegriff, den gibt es eigentlich erst seit Augustinus im modernen Sinne. Ja, im Sinne vor allem des freien Willens. Ja. Und also das ist Platon, und wissen Sie noch, wie es bei Aristoteles ist? Gibt es nicht drei Seelenteile, sondern drei Seelen. Stufen. Ja. So, was gibt es da? Und zwar ist es bei Aristoteles eher so zu verstehen, wie so eine Aufschichtung, ein Dreieck. Dann gibt es die Nährseele. Nahrung, Stoffwechsel, das sind dann die Pflanzen, die bloßen Pflanzen. Dann gibt es die wahrnehmende Seele. Wahrnehmender Seelenteil, das sind die Tiere, also die nichtmenschlichen Tiere. Und dann gibt es noch den Nous. Das ist dann der Verstand.
Und es wird, der Witz hierbei ist, dass das nicht mehr Teile sind. Ja, Sie sehen, das sind keine Teile, die ich auseinander dividieren kann, sondern das jeweils obere Vermögen impliziert die unteren Vermögen. Also ich kann nicht einen Nous haben, es gibt vielleicht eine Ausnahme, aber bei Menschen nicht, ohne Wahrnehmung zu haben und ohne Nährsehen zu haben. Ebenso Tiere brauchen unbedingt eine Nährsehen noch dazu. Wenn ich das wegziehe, dann gerät das Ganze ins Wanken. Das heißt, sie implizieren sich gegenseitig, also zumindest von oben nach unten. Die Nährseele impliziert nicht die Wahrnehmung, nicht den Nous, aber der Nous impliziert die Wahrnehmung und die Nährseele. Das ist der Witz bei Aristoteles, diese drei Seelenstufen. Das sind nicht mehr Teile, das sind nicht mehr Additive. Die moderne Debatte spricht von transformativ. Bin mir auch nicht ganz sicher, aber es ist ein anderes Modell, als es bei Platon der Fall ist. Das ist doch schon mal sehr interessant. Sehen meine Zuschauer genauso. Und jetzt müssen Sie davon mal das kantische Modell abheben. Ja? Das sieht eben so aus. Ja? Hier. Er spricht nicht mehr von Seelenteilen, nicht mehr von Seelenstufen, sondern von Seelenvermögen hier. Ganz rechts. Also praktisch hier, sehen Sie hier, spricht er von Seelenvermögen. Hoppla, das war echt zu streng. Seelenvermögen. Und er kennt diese drei, das sind die drei Vermögen. Verstand, Urteilskraft, Vernunft. Also völlig anders. Urteilskraft, davon sprechen Platon und Aristoteles nicht. Und mit diesen drei Kategorien können Sie aber, mit diesen drei Vermögen können Sie die nachkantische Debatte sehr gut verstehen, wenn Sie das Ganze auf Natur, Kunst und Freiheit beziehen. Freiheit spielt für Aristoteles und Platon keine Rolle. Ja, wobei sowas wie Zweck natürlich schon, Zweck schon, das ist natürlich die Teleologie, ne, des Telos. Ne. Aber das wollte ich nur so als Kontrastfolie hier noch anbringen, diesen kleinen Exkurs zu Platon und Aristoteles. So, jetzt kommen wir aber zu diesem netten Herrn hier. Und wer ist das? Das ist, wie Sie schon sehen, nicht Platon, nicht Aristoteles, nicht Kant, sondern C.L. Reinhold. Karl schreibt man manchmal mit C, manchmal mit L. Karl Leonhard Reinhold hat von 1757 bis 1823 gelebt, hat ein ganz, ganz interessantes Leben gehabt. Er war erst katholischer Mönch, glaube ich, im Kloster in Wien. Und dann ist er Freimaurer geworden. Und dann ist er nach Deutschland und hat die Tochter von Herder geheiratet. Und ist Protestant geworden, wenn mich alles täuscht. Hat ein ganz, ganz interessantes Leben gehabt. Ja. Dieser Reinhold. Und ich habe mich damit sehr beschäftigt in meiner Doktorarbeit. Ich finde ihn auch sehr interessant. Der ist ein bisschen unterschätzt. Jetzt befasst man sich wieder mehr mit ihm. Und mit diesen Briefen über die kantische Philosophie befassen wir uns. Und jetzt geht es hier um folgende Fragen. Wie transformiert Kant der Reinhold den kantischen Trieb, fehlenden Begriff? Inwieweit geht Reinhold über Kant hinaus? Wir wollen also immer Kant als Hintergrund haben. Worum besteht der Unterschied zwischen dem eigennützigen und dem uneigennützigen Trieb? Und wie interpretiert Reinhold das kantische Sittengesetz? Sie wissen, bei Kant gibt es nicht die Rede von eigennützigem Trieb oder nicht oder uneigennützigem Trieb. Das wäre nach Kant ein völliger Fehler. Ja, Triebe sind nach Kant etwas, wie Sie ja hier gesehen haben, in dieser vorigen Zeichnung, was einfach der Natur zu sprechen ist. Triebe. Triebfedern, wie Sie richtig sagten, da gibt es eine Unterscheidung zwischen natürlichen und vernünftigen Triebfedern. Aber Triebe, davon hat Kant gar keinen richtigen Begriff. Ja, und deswegen müssen wir das so lesen, dass Reinhold, obwohl er in seinen Briefen eigentlich Kants Philosophie nur verständlicher machen möchte, dass er eigentlich darin über Kant hinausgeht, weil er ihn in einem ganz neuen Sinne interpretiert. Diese Briefe sind als Briefe geschrieben, das heißt, sie sind adressiert an einen imaginären Freund von Reinhold. Und jetzt ist der 7. Brief besonders zentral für unsere Sitzung, weil der betitelt ist mit über dem bisher verkannten Unterschied zwischen dem uneigennützigen und dem eigennützigen Triebe und zwischen diesen beiden Trieben und dem Willen. Das ist auch interessant, ne? Der Wille kommt jetzt wieder rein. Und jetzt, wenn Sie sehen, wir lesen einmal so ein bisschen rein,
Jetzt sagt er Folgendes: Mit Recht, lieber Freund, sind diese Briefe, das adressiert, fordern Sie mich zur Erhärtung der Behauptungen auf, die ich bei meiner neuen Darstellung der Grundbegriffe und Grundsätze der Moral und des Naturrechts als ausgemacht angenommen habe und durch welche ich im menschlichen Begehrungsvermögen einen wesentlichen Unterschied sowohl zwischen einem uneigennützigen und einem eigennützigen Triebe als auch zwischen diesen beiden Trieben und dem Willen voraussetze, ein Unterschied, aus dem sich, wenn er einmal zugegeben ist, alle in jener Darstellung von der aufgestellten Grund-, Lehr- und Folgesätze, wie sie mir gestanden haben, zu ihrer völligen Befriedigung ergeben. Also, was sagt er jetzt hier? Er spricht hier von einem Begehrungsvermögen. Und das wird unterschieden zwischen einem eigennützigen, einem uneigennützigen Trieb und dem Willen. Ja? Ich versuche jetzt mal hier so eine Grafik. Sie korrigieren mich, wenn ich falsch bin. Also wir haben praktisch hier das Begehrungsvermögen. Das Begehrungsvermögen. Und darin gibt es drei Instanzen. Ne? Den eigennützigen Trieb. Uneigennütziger Trieb. Trieb. Dann machen wir hier schön so kleine Kreise rein. Das ist natürlich jetzt nur ein Schema. Und den Willen. Der Wille. Den Wille habe ich jetzt mit Absicht über die beiden Triebe geordnet. Und zwar deswegen, weil, wie wir noch sehen werden, der Wille in der Lage ist, zwischen diesen beiden Trieben zu wählen. Also der Mensch durch den Willen oder genauer noch durch die Willkür. Und bei Kant war es so, Kant kannte ein oberes und ein unteres Begehrungsvermögen. Und also bei Kant ist es praktisch so, das ist jetzt Reinhold. Bei Kant ist es so, der kennt ein oberes Begehrungsvermögen. BG schreibe ich jetzt mal. Das ist letztendlich nach Reinhold jetzt der uneigennützige Trieb. Also das praktisch das, was das Sittengesetz bestimmt, als praktisch moralischer Wille, vernünftiger Wille, und ein unteres Begehrungsvermögen, ein BV müsste ich anschreiben. Der Radiergummi funktioniert auch wunderbar, der virtuelle, oder? Finden Sie nicht? Oh, schon wieder hergestellt. BV, Begehrungsvermögen. Unteres Begehrungsvermögen, das sind die Neigungen. Neigungen, Triebe. Ja. Und Sie sehen, Reinhold bezieht diese beiden Vermögen in ein Gesamtvermögen ein und klassifiziert sie als Triebe, zwischen denen dann der Wille wählt. Ja. Das ist also eine Änderung gegenüber Kant. Und wir haben schon 5 Zuschauer und 6 Likes, das ist schon erfreulich. Ja. Also das finde ich ganz spannend. Und wir lesen einfach mal weiter. Also Reinhold will damit sagen, es gibt eine große Konfusion zwischen den verschiedenen Begriffen, ja, und er will jetzt hier Ordnung rein. Es ist nicht zu leugnen, dass auch schon in der bisherigen Philosophie Verschiedenheiten zwischen diesen drei Vermögen des Gemütes behauptet wurden. Aha. Also Vermögen des Gemütes.
Also Wille eingezählt und uneingezählt. Allein die Philosophen, welche diese Verschiedenheiten zugaben, waren nicht nur unter sich darüber uneinig, worin sie dieselben bestehen lassen sollten, sondern sie hatten es auch noch mit einer sehr ansehnlichen Partei aufzunehmen, welche alle auch noch so verschiedenen Äußerungen des Begehrungsvermögens aus einem einzigen eigennützigen Triebe abgeleitet wissen wollte und folglich allen reellen Unterschied zwischen jenen drei Vermögen aufhoben. Ja, also es gibt wohl eine Partei. Haben Sie die Idee, wer das sein könnte? Diese Partei, wer das sein könnte? Die jetzt alle Äußerungen des Begehrungsvermögens nur vom eigennützigen Trieb abhängig machen. Was wäre denn der eigennützige Trieb? Überlegen wir uns mal, was ist denn das? Könnt ihr jetzt wollen wir mal ein bisschen konkreter werden? Was sagt denn der eigennützige Trieb? Was verstehen Sie denn im eigennützigen Trieb? Eigennützig heißt, ja? Neigung um zum Stelle des Einzelnen oder mich als Subjekt über einem Allgemeinen. Genau, das ist eine gute Beschreibung. Also es ist das, was Kant vielleicht auch Eigendünkel nennen würde oder Selbstliebe. Also auch sowas wie Egoismus, ja? Also wirklich Individualität über die Allgemeinheit. Ja? Und im uneigennützigen Trieb, wie wäre das? Analog dazu, ja. Das wäre dann der Trieb zur allgemeinen Ordnung, also zur Befolgung des allgemeinen Gesetzes, unabhängig davon, was das für mich bedeutet. Genau. Also man könnte sagen, es ist die Umkehrung, das ist die Unterordnung der Privatinteressen unter die allgemeinen Interessen. Ja. So könnte man das formulieren. Natürlich geht impliziert uneigennützig nicht, dass es altruistisch ist. Ne? Das ist, glaube ich, damit noch nicht gesagt. Aber sowas meint er jetzt. Ne? Also so eine Überordnung der Allgemeininteressen über meine Privatinteressen. Und bei eigennützigen Trieben ist es gerade andersrum. Da ordne ich meine Privatinteressen im Allgemeininteressen. Das ist so der Punkt hier. Haben Sie eine Idee, wer jetzt diese These vertreten könnte, dass alles nur aus dem eigennützigen Trieb entspricht? Jetzt noch mal ein bisschen weiter her. Ja. Also, ich hatte die Einführung in der Philosophie noch nicht, aber die Epikureer. Genau, ich glaube, dass es in diese Richtung geht. Epikureer. Überlesen wir weiter. Also, das ist so eine Theorie, die vielleicht sagt, nur das Glück, ne, das Glückstreben, der Nutzen, der soll unsere Maximus sein. Könnt ihr darunter auch Utilitarismus verstehen, wobei der Utilitarismus ja immer sagt, es geht um das Gemeinwohl, also nicht um mein. Wäre der Utilitarismus vielleicht noch eher das heißt, das uneigennützige Trieb ist. Ne? Aber Epikureer, denke ich, geht in die richtige Richtung. Okay, die Philosophierende vernutzen ihre bisherigen Repräsentanten mit sich selbst uneinig, ob es im menschlichen Begehrungsvermögen überhaupt eine uneigennützige Triebfehler gibt oder nicht, und ob dieselbe von der allgemein anerkannten Eigennützigen wesentlich verschieden sei oder nicht. Der Grund von dieser wie von jeder anderen Uneinigkeit unter den Repräsentanten der Philosophie der Vernunft liegt in einem allen Parteien gemeinschaftlichen Missverständnis. Er besteht nicht in den Momenten der Streitfrage, in welchen die Streitenden voneinander abweichen und über welche sie sich gegeneinander erklären, sondern in denjenigen, die von ihnen allen gemeinschaftlich vorausgesetzt werden, und worüber es zwischen ihnen zu keiner Erklärung kommt. Nicht in den Behauptungen, welche sie sich einander entgegensetzen, sondern in denjenigen, welche sie ihren gegenseitigen Erörterungen als ausgemacht zum Grunde legen. Nicht in Irrtümern, die sie einander zur Last legen, sondern in einem Irrtumme, den sie alle für Wahrheit halten. Daher ist auch jeder philosophische Streit ohne die Vermittlung eines Unparteiischen endlos. Und noch nie ist ein solcher Streit durch die Parteien selbst, sondern immer nur durch die
Dazwischen kommt eines Dritten, dem der gemeinschaftliche Irrtum der Streitenden in die Augen viel geschlichtet wird. Reinhold sieht sich wahrscheinlich jetzt hier als so ein Dritter, der einen Streit schlichtet. Solange nicht dieser glückliche Zufall eintritt, wird die Streitsache durch die Parteien selbst nur in Rücksicht auf dasjenige erörtert, worüber unter ihnen wirklich gestritten wird. Ist sie endlich in dieser Rücksicht von beiden Seiten beleuchtet? Als sie sich ungeachtet dieses gemeinschaftlichen Irrtums beleuchten lässt, haben beide Parteien die Gründe ihrer Behauptung, soweit dies unter jeder Voraussetzung möglich ist, erschöpft. So wird der ganze Streit von einem unparteiischen Zuschauer als ein bloßer Wortstreit befunden, wobei die Parteien bloß über die Zeichen ihres Begriffes streiten, über den sie in Rücksicht auf das zwischen ihnen ausgemacht in der Sache selbst einig sind. Das ist jetzt alles noch so ein bisschen methodologisch. Deswegen können wir das ein bisschen überspringen. Beide über den uneinigsten Trieb streitenden Parteien waren wenigstens ihren Begriffen und Voraussetzungen nach bisher darüber einig, dass Lust und Unlust die Triebfeder nicht nur des unwillkürlichen Begehrens, sondern auch des willkürlichen oder des Wollens sein oder sein müssen. Aha. Das ist jetzt mal interessant. Also Lust und Unlust werden jetzt mögliche Triebfedern. Nicht nur das unwillkürliche Begehren. Was ist ein unwillkürliches Begehren? Haben Sie eine Idee? Wo würden Sie in diesem Schema hier bei Kant das unwillkürliche Begehren einordnen? Ja? An den unteren Begehrungsformen. Ja, denke ich auch. Ne? Also diese tierische Seite. Wir folgen einfach Trieben. Ja? Denken nichts dabei. Ja? Und jetzt sagt aber Reinhold, Lust und Unlust, die müssen überhaupt nicht nur das untere Begehrungsvermögen betreffen, sondern auch das obere, das heißt das ganze Begehrungsvermögen als solches. Deswegen möchte er diese nicht so unterscheiden, wie Kant es tut. Hierüber waren sogar die Stoiker mit den Epikureern stillschweigend einverstanden. Das Vergnügen, welches die Stoa aus der sittlichen Triebfeder ausgeschlossen wissen wollte, war kein anderes als das sinnliche, die Wollust. Hingegen machte das Vermögen, aus der Gesetzmäßigkeit Lust und der Gesetzwidrigkeit Unlust zu schöpfen, ein Teil der vernünftigen Natur aus, in welcher diese Schule die Quelle der Sittlichkeit aufsuchte. Das Anständige um seiner selbst willen Begehren hieß nichts anderes, als in demselben unmittelbar und ohne Rücksicht auf die aus ihm erfolgenden Vorteile sein Vergnügen suchen und finden und die Behauptung, dass die Tugend kein bloßes Mittel zur Glückseligkeit, sondern die einzig wahre Glückseligkeit selbst sei, hatte keinen anderen Sinn, als dass der Weise die Befriedigung, welche Glückseligkeit zu heißen, verdient in keinem anderen Vergnügen, als welches er sich durch die tugendhafte Gesinnung selbst zu verschaffen weiß und den Zustand, der für ihn Unglück heißen kann, in keinem anderen Missvergnügen antreffen, als demjenigen, welches er mit dem Laster von sich zu entfernen vermag. Dadurch, dass man das Wollen ein vernünftiges Begehren nannte, hat man dem Willen nur ein durch Vernunft modifiziertes Vergnügen, nur eine andere Art von Vergnügen, als das bloß sinnliche zur Triebfeder gegeben. Was wäre jetzt das? Nach Kant gesprochen? Welche Triebfeder ist sie gemeint? Nach Kant? Eine andere Art als die bloß sinnliche Triebfeder, dann bleibt nur eine übrig nach Kant, das ist die Triebfeder der Vernunft, das ist die Achtung. So interpretiert der 27. Reimer. Es war als etwas, das ich von selbst verstände, allgemein vorausgesetzt, dass der Wille keineswegs durch die Gründe der Vernunft an und für sich selbst, sondern nur durch das Vergnügen, dass er in denselben und durch dieselben unmittelbar antreffe, und durch das Missvergnügen, das durch sie vermeidlich wäre, bestimmt würde. Also man könnte das jetzt im Sinne der Achtung lesen,
Muss aber nicht so sein, sondern könnte es auch anders verstehen, dass eben solche Parteien, die eben den eigennützigen Trieb an die oberste Stelle setzen, dass die dann eben von einem vernünftigen Vergnügen ausgehen, was aber auch eigennützig ist, ne? Der Vernunft gefallen oder so. Also nicht die Frage, ob Vergnügen die Triebfeder des Willens überhaupt und folglich auch des sittlichen Willens sei oder nicht, sondern die Frage, worin das Vergnügen bestehe, das dem sittlichen Willen zum Grunde liege, hat die Philosophie bis jetzt in Parteien getrennt, die sich nicht darüber stritten, ob die Triebfeder in der moralischen Gesinnung ein Vergnügen überhaupt, sondern ob sie ein eigennütziges oder uneigennütziges Vergnügen heißen müssen. Okay, also jetzt sagt ihr hier, die Triebfeder der Sittlichkeit, die Achtung, nach Kant gesprochen, müsste ein Vergnügen heißen, also muss irgendwie was Erfreuliches sein. Aber jetzt ist die Frage, ist es ein eigennütziges oder ein uneigennütziges Vergnügen? Natürlich ist es nach Reinhold ein uneigennütziges Vergnügen. Wir müssen hier den Gang dieser Streitsache durch die merkwürdigen Wendungen, die er bis jetzt genommen hat, und in ihr Muster verfolgen und uns vornehmlich der verschiedenen Bedeutungen zu bemächtigen suchen, in welchen die Ausdrücke eigennütziges und uneigennütziges Vergnügen dabei zur Sprache gekommen sind. Was ist jetzt der Grund dafür, dass Reinhold von einem Vergnügen spricht? Sechs Zuschauer. Wir steigern uns langsam. Warum spricht er von einem Vergnügen? Also wenn Lust und Unlust der Grund für Handeln sind, dann ist das Vergnügen. Genau. Unlust kann kein Grund für eine Handlung sein. Also nicht direkt zur Motivation dieser Handlung. Unlust motiviert uns nicht auf etwas hin, sondern eher auf etwas weg. Ja, wenn ich Unlust habe, etwas zu tun, dann werde ich natürlich motiviert, aber nicht zu der Sache gegenüber, der ich Unlust empfinde, sondern zu etwas anderem. Ja. Okay, also eigentlich liegt es im Begriff, dass wir nur das wollen, was wir irgendwie vergnüglich finden. Ja. Jetzt unterscheidet er verschiedene Dinge. Je nachdem man diese Idee entweder nur auf das gegenwärtige Leben einschränkte oder auch auf ein zukünftiges ausdehnte, wurde auch die Eigennützigkeit des Triebes nach Glückseligkeit verschiedentlich bestimmt. Es hat Supranaturalisten gegeben, welche die Handlungen, die durch die bloße Rücksicht auf die Glückseligkeit des gegenwärtigen Lebens bestimmt würden, eigennützig und nicht sittlich, diejenigen aber, welche die zukünftige und ewige Seligkeit zum Zweck haben, uneigennützig und sittlich genannt wissen wollten, während manche naturalistische Gegner der Religion gerade in den letzteren Handlungen eine Art von unnatürlicher Eigennützigkeit gefunden zu haben glaubte, die ja mit der Sittlichkeit durchaus nicht bestehen, die mit der Sittlichkeit durchaus nicht bestehen könnte. Ja, also, diese Glückseligkeit, worin besteht die? Im Diesseits, im Jenseits. Ne? Denken Sie an Kant, die Theorie des höchsten Gutes. Ne? Das spielt bei Kant auch noch ein bisschen rein. Worauf streben wir hin? Ja, diese Fragen sind sehr, sehr entscheidend. Ich lese weiter. Einen weit bestimmteren Sinn hat der Ausdruck des eigennützigen Vergnügen, wenn darunter das sympathetische, das heißt dasjenige Vergnügen verstanden wird, das aus der Wahrnehmung des Vergnügens an anderen Menschen unmittelbar geschöpft wird. Interessant. Dass es in diesem Sinne ein uneigennütziges Vergnügen gäbe, ist allgemein eingestanden. Dass aber die Triebfeder des sittlichen Willens sei, ist nur von einigen behauptet worden, denen von ihren Gegnern unter anderem eingewendet wurde, dass der Begriff von Sittlichkeiten auf Pflichten gegen andere eingeschränkt und wirklich zu enge wäre. Das ist interessant. Also, er sagt, das uneigennützige Vergnügen, der uneigennützige Trieb, ist das Sympathetische, also das Mitfühlende. Und das resultiert aus der Wahrnehmung des Vergnügens an anderen Menschen. Also nochmal zurück zu diesem Ding. Also ich habe jetzt den Pfeil
von dem Willen zum eigennützigen Trieb und zum uneigennützigen Trieb. Man muss es aber natürlich auch in die andere Richtung verstehen. Und zwar als Triebfeder. Ne? Also es kann sein, der eigennützige Trieb wird eine Triebfeder für den Willen. Auch der eigennützige Trieb kann eine Triebfeder werden. Das sind zwei Triebe oder Triebfedern. Ja, es ist eben auch die Frage, was der Unterschied zwischen Trieb und Triebfeder ist. Ne? Zum Beispiel scheint mir es nahezulegen, man könnte Trieb auch bloß als ein Vermögen ansehen. Also Triebfeder scheint mir noch ein bisschen mehr Wirklichkeit zu implizieren. Ich weiß nicht, wie Sie es sehen. Das scheint mir noch realer gedacht zu sein. Also wirklich als Bestimmungsgrund. Wenn etwas zur Triebfeder wird, dann wird es aktuar, dann bestimmt es mein Willen faktisch. Wohingegen, wenn ich nur Triebe annehme, dann sind die noch eher potenziell da. Also ich glaube, so könnte man Trieb und Triebfeder unterscheiden. Möchte ich auch zur Diskussion stellen, ja? Wie man zwischen Trieb und Triebfeder unterscheiden kann. Ja? Also später im Text unterscheidet Reinhold dann zwischen Forderungen des Triebes oder erwähnten Forderungen des Triebes, des eigentlichen Inhalt der Triebfeder. Mhm. Und dann wird es ja differenziert. Wäre der uneigennützige Trieb oder der eigennützige Trieb diese reine Potentialität von Eigennutzen oder Uneigennutzen? Und in Bezug auf das, was das Subjekt dann will, wozu es sich entscheidet, werden die Forderungen dieser Triebe dann zu den Triebfedern? Also erst als Forderungen sind diese Triebe dann Triebfedern. Genau, das ist ein guter Punkt. Also Forderung heißt, sie artikulieren irgendwas. Ne? Sie sind begrifflich, sie werden bewusst. Ne? Also man könnte es auch so sehen, als die Frage, was ist der Unterschied zwischen Trieb und Triebfeder? Ne? Was ist Triebfeder? Sie sagten formuliert, ne? Formulieren, Triebfeder formulieren, artikuliert. Könnte vielleicht auch sagen, propositional. Ja, das sind spannende Punkte. Also das wollen wir noch offen lassen, also auch eine wichtige Frage, wie sich das zusammen verhält. Aber auf jeden Fall, Formulierung ist ein guter Punkt. Wie kann ich denn jetzt bitteschön ein uneigennütziges Vergnügen haben, konkret. Das ist ja alles jetzt noch ein bisschen abstrakt. Haben Sie eine Idee? Aus der Wahrnehmung des Vergnügens an anderen Menschen Vergnügen schöpfen. Ja. Also ich habe ein generelles Problem mit dem Begriff uneigennütziges Vergnügen. Mhm. Ich neige dazu, zu meinen, dass es das gar nicht gibt. Gut, also Sie würden sagen, jedes Vergnügen ist immer schon als Vergnügen irgendwie eigennützig. Ja. Ja, genau. Also worum es rein und hier geht, ist Folgendes. Der eigennützige Trieb, es liegt auf der Hand, dass der ein Bestimmungsgrund unseres Willens sein kann. Das ist klar. Weil wir immer eigentlich daran interessiert sind, weiter zu existieren. Das ist das Allernatürlichste. Ja, dass wir wollen, was uns nützt. Und da ist auch erstmal gar nichts Verwerfliches dran. Ja? Allgemein gesprochen. Ist nichts verwerflich dran, wenn wir wollen, dass uns Dinge nützen. Das ist unser vitales Lebensinteresse. Jetzt ist nur die Frage, die, ganz kurz noch. Gibt es denn eine Alternative dazu? Ja, darauf wollte ich jetzt gerade eingehen. Also, man darf jetzt uneigennützigen, wenn man jetzt uneigennützigen Trieb so versteht, dass das letztendlich bedeuten würde, dass wir gar nicht mehr an unseren eigennützigen Trieb denken, also dass wir unsere eigenen Interessen aufgeben. Was würde das dann bedeuten? Könnte dann der uneigennützige Trieb überhaupt ein Bestimmungsgrund unseres Willens werden? Was wäre das Problem? Also eine völlig berechtigte Frage. Warum muss nach Reinhold anders gefragt der uneigennützige Trieb auch ein Vergnügen darstellen?
Also wenn es für den Willen keinen Grund gibt, diesen Trieb zu seinem Inhalt zu machen, ist genau. Das bloß Neigung. Wenn er dann trotzdem aktual wird, dann ist da eine Neigung, die ja, auch bei Insekten auftreten kann, so. Die sich dann, sagen wir, für ihr Volk das Anwesen opfern. Ja. Ja. Was auch uneigennützig im weiteren Sinne ist, aber eben nicht durch Vernunft. Ja, vielleicht. Ein guter Punkt. Also man kann sich bezogen auf den Menschen, so interpretiere ich das, gar keinen uneigennützigen Trieb als Trieb für das vorstellen, wenn der nicht irgendwie ein Vergnügen impliziert. Ja, da wären wir doch blöd. Niemand würde das tun. Also man würde sogar diesen uneigennützigen Trieb gar nicht als mögliche Option ansehen, weil wir hätten ja davon gar nichts. Ja, wenn man das jetzt so verstehen würde, den uneigennützigen Trieb, dass man von seinen Selbstinteressen absieht. Wer würde dann schon noch so handeln? Man wäre ja der Dumme letztendlich. Warum soll ich meine Interessen aufgeben und nur den anderen was tun? Warum soll ich mein ganzes Geld weggeben, wenn damit nur die anderen was haben? Das heißt, man könnte das Vergnügen, von dem Reinhold hier spricht, das könnte man auch anders verstehen. Vergnügen? Vergnügen, haben Sie Idee, mit welcher modernen Begrifflichkeit man das Vergnügen bezeichnen könnte? Er macht das ein bisschen ungeschickt, weil Vergnügen immer so eine empirische Dimension hat. Das ist wie Lust und Unlust. Darum geht es aber hier gar nicht. Was ist das Vergnügen? Ja? Das Vergnügen ist stark emotional aufgeladen. Ich weiß nicht, ob der Nutzen. Ja? Ist sehr gerecht, ja. Aber da fällt diese emotionale Konnotation aus. Ja, ich glaube gar nicht, dass die emotionale Konnotation so wichtig ist. Ich glaube, also man kann es auch als Grund bezeichnen. Ein bisschen Grund. Also natürlich, der Grund muss uns einleuchten, er muss uns was bringen, ja? Aber es gibt einfach gute Gründe dafür, uneigennützig zu handeln oder nicht nur egoistisch zu handeln. Was sind denn die guten Gründe des uneigennützigen Triebes? Das ist ja ganz klar, zum Beispiel kann ich eben mir dadurch Freunde machen. Oder ich kann das Gemeinschaftssystem stärken. Ja? Ich kann zum Beispiel auch mir den Gedanken machen, so sollten alle Menschen handeln. Uneigennützig in diesem Sinne. Dann hätte ich auch was davon. Ja? Also ich würde es versuchen, im Sinne des Grundes zu verstehen. Also was auf Ihre Frage geantwortet, Reinhold braucht deswegen ein Vergnügen, auch einen uneigennützigen Trieb, dass dieser Trieb attraktiv wird für mich, dass es eine mögliche Option ist. Wenn es nicht Vergnügen mit sich brächte oder keine Gründe dafür sprechen würden, dann wäre das keine wirkliche Option. Dann würden wir immer nur hier den eigennützigen Trieb wählen oder er wäre nur der, er wäre Bestimmungsgrund und der wäre nur so eine bloße Attrappe. Ja? Aber Sie haben schon recht, der Begriff uneigennütziges Vergnügen ist ein bisschen Kontrakt, also ein bisschen widersprüchlich. Aber Reinhold möchte damit Folgendes sagen: Uneigennützig zu handeln bedeutet nicht, davon nur Schaden zu bekommen, zu haben. Sondern uneigennützig zu handeln kann bedeuten, dass man davon auch was hat. Eben was anderes, als was man hat, wenn man eigennützig handelt. Ja? Aber er gesteht später ja selber ein, dass das uneigennützige Vergnügen im eigentlichen Sinne bloß ein eigennütziges ist. Mhm. Da muss man jetzt natürlich unterscheiden, was das eigene bedeutet. Also bei Kant zum Beispiel gibt es ein höheres Selbst und ein niedrigeres Selbst. Also da müssen wir nochmal genauer hinschauen. Aber die Rede vom Selbst ist auch immer doppeldeutig, weil es eben verschiedene Dimensionen des Selbstes gibt. Es gibt ein höheres Selbst, das ist nach Kant das vernünftige Selbst. Und dann gibt es ein niederes Selbst, das Kant das Liebe Selbst nennt, das Liebe Selbst. Das ist praktisch das, was nur empirische Interessen hat. Genauso spricht Kant von einem intelligiblen Charakter und von einem sensiblen Charakter. Das müssen wir noch offen lassen, ob da Reinhold nicht diese Unterscheidung meint. Aber das wäre zumindest eine mögliche Antwort auf Ihre berechtigte Frage, dass man sagt, es muss ein Vergnügen beinhalten, weil nur es braucht einen Grund, es muss eine Attraktivität besitzen. Das scheint mir wichtig zu sein, um überhaupt als mögliche Option in Frage zu kommen. Wir diskutieren im Grunde, glaube ich,
auch wieder etwas anders. Etwas anderes. Und zwar darüber, ob es diese Figuren des Egoismus und des Altruismus überhaupt gibt. Da gibt es ja moderne Vorstellungen darüber, die auch in die Richtung gehen, dass der Altruismus eine Nullnummer ist, dass es ihn überhaupt nicht gibt. Denn wenn ich altruistisch handle, handle ich ja, so wie Sie es beschreiben, ich müsste ganz schön blöd sein. Wenn ich es trotzdem tue, dann habe ich einen Spaß daran, anderen Menschen zu helfen. Und indem ich diesen Spaß verwirkliche, realisiere ich meinen Egoismus. Genau. Jetzt kann man natürlich verschiedene Formen von Freude unterscheiden. Man könnte zum Beispiel sagen, es ist einfach nur vernünftig, altruistisch zu sein. Weil wenn jeder altruistisch wäre, dann bräuchte man nicht mehr egoistisch zu sein. Weil dann alle Interessen durch die jeweils anderen befriedigt würden. Ich muss nicht meine Interessen befriedigen, sondern ich befriedige die Interessen der anderen, aber die auch meine, reziprok. Und daran könnte man auch ein Vergnügen empfinden. Das wäre aber ein Meta-Vergnügen, ein Vergnügen zweiter Stufe, was eben aus einer Vernunftüberlegung entstehen würde. Dass es eben so gut funktionieren kann in der Gesellschaft. Es wäre nicht so ein unmittelbares Vergnügen, sondern eher rationaleres, abstrakteres Vergnügen. Daran, denke ich, dagegen spricht nichts. Wir lesen einfach mal weiter. Oder hatten Sie sich noch mehr? Ja, jetzt zu dieser Grundfrage. Auf Seite 172 und vielleicht, wenn wir dazu kommen, lasse ich die Frage. Sagt Reinhold, dass die Ergreifung des Mittels der sittlichen Handlung den Zweck der um den Zweck Glückseligkeit oder dieses Vergnügens dann das Mittel eigentlich aufhebt. Also wenn ich es uneigennützig haben möchte, dass es eigentlich nicht möglich ist, dass ich das als Grund nehme, sondern immer nur als Folge. Also wieder würde sich das dann nicht widersprechen. Wir kommen darauf noch. Ja. Also es ist immer die Frage, welche Rolle auch die Glückseligkeit spielt. Verkannt ist die Glückseligkeit nie ein moralischer Bestimmungsgrund. Verkannt nie. Also Glückseligkeit als Bestimmungsgrund gehört nach Kant eigentlich, also in diesem normalen Sinne, gehört eigentlich dahin. Glück. Es gibt dann natürlich noch eine andere Theorie der Glückseligkeit. Das ist dann das höchste Gut. Das ist dann die Einheit von Glückseligkeit und Glückswürdigkeit. Also wir müssen immer auch der Glückseligkeit würdig sein. Das bedeutet, man kann, wir müssen sie uns moralisch erarbeitet haben. Also sie müssen proportional sein. Ich muss moralisch sein und dafür muss ich dann aber auch irgendwie einen Ausgleich bekommen. Weil Sie kennen alle die Situation in dieser Welt, dass der Ehrliche der Dumme ist. Kennt jeder, warum moralisch sein, wenn ich am Ende doch eh das Nachsehen habe. Und deshalb kann die Vernunft, die uns gebietet, moralisch zu sein, die muss streng genommen uns auch versprechen, dass wir einen Ausgleich dafür bekommen. Dass eben nicht der Fall eintritt, dass wir, wenn wir ihrem Gebot gehorchen, die Dummen sind. Das wäre vernunftwidrig. Wenn die Vernunft schon gebietet, dass wir moralisch handeln sollen, dann muss sie uns auch irgendwie eine Versprechung machen, dass wir zumindest glückswürdig sind. Und nicht die Dummen sind. Das wäre irgendwie sonst eine zynische Vernunft. Und das ist die Theorie des höchsten Gutes von Glückseligkeit und Glückswürdigkeit, diese Proportionalität. Also von Moralität und Glück. Das muss irgendwie im Gleichgewicht stehen. Und das ist auch noch eine interessante Debatte, die da noch so ein bisschen reinkommt. Wir behalten die Frage im Hinterkopf. Glückseligkeit, welche Rolle spielt sie bei Reinhold? Ich wollte jetzt nicht primär auf die Glückseligkeit, sondern auf das Vergnügen und Grund oder Folge. Genau, also die Frage ist, ist das Vergnügen, ist das nach Reinhold eben an erster Stelle, ist es ein Bestimmungsgrund des Willens oder ist es die Folge? Ja, also kommen wir es dorthin? Und man muss natürlich auch verschiedene Arten von Vergnügen unterscheiden. Es gibt eben Vergnügen durch Altruismus und Vergnügen durch Egoismus. Also Vergnügen ist nicht gleich Vergnügen, dazwischen kann man auch noch unterscheiden. Wir kommen aber nachher noch drauf. Okay, haben Sie sonst noch Fragen? Sonst lesen wir mal weiter. Er sagt, in einem noch bestimmteren Sinne als dasjenige Vergnügen uneigennützig, das nicht bloß aus dem Vergnügen, sondern aus dem Nutzen anderer Menschen gewinnt.
und demjenigen entgegengesetzt ist, das aus dem Nutzen anderer unmittelbar, das heißt, inwiefern derselbe unseren eigenen befördert, entspricht. Und das in engerer Bedeutung eigennützig heißt. Wie ferne durch das unmittelbare Vergnügen an fremden Nutzen, das Vergnügen an fremden Vergnügen oder Sympathie vorausgesetzt wird, insofern ist eine in dieser Bedeutung uneigennützige Handlung nur dadurch denkbar, dass in einem gegebenen Falle das sympathetische Gefühl durch kein ihm entgegenstehendes und stärkeres Selbstisches überwogen wird, wobei es auf die größere oder geringere Zartheit der Nerven und auf alle die zufälligen äußeren Umstände ankommt, durch welche das sinnliche Interesse am fremden Wohl mehr oder weniger belebt wird, als das sinnliche Interesse am eigenen. Von diesen Umständen müssen diejenigen den sittlichen Willen abhängig lassen, die unter der eigennützigen Triebfeder desselben das sympathetische Gefühl verstehen. Also, das heißt, was ist das Problem? Was ist das Problem jetzt an diesem altruistischen, an dieser altruistischen Theorie? Er sagt, das Ganze ist ein bisschen kontingent, ein bisschen zufällig. Ja? Also, wie viel Mitleid ich habe, Mitgefühl, das hängt von meiner natürlichen Ausstattung ab, von der Zartheit der Nerven. Ja? Modern gesprochen, Spiegelneuronen. Ja? Je besser meine Spiegelneuronen funktionieren, je mehr ich davon habe, desto mehr Mitleid empfinde ich. Das heißt, sowas wie Mitleid zu fordern, ist immer ein bisschen, ja, abhängig von meiner natürlichen Ausstattung. Ja. Mitleid fühlen. Hier sagt er das, wobei es auf die größere oder geringere Zartheit der Nerven zu zufälligen äußeren Umständen ankommt. Ja. Wird unter dem eigennützigen Vergnügen in einer noch genauer bestimmten Bedeutung das Vergnügen gedacht, das aus der Idee der Glückseligkeit anderer Menschen geschöpft wird, so muss man das Vergnügen an eigener Glückseligkeit und die Handlungen, dasselbe zur Triebfeder haben, eigennützig nennen. Jede von diesen zwei verschiedenen Arten des Vergnügens wurde von einer besonderen Partei für den einzig möglichen Bestimmungsgrund der sittlichen Gesinnung angenommen und dieser daher von der einen unter dem Namen des Wohlwollens für uneigennützig, von der anderen unter dem Namen der Selbstliebe für eigennützig erklärt. Ja. Andere glaubten, diesen Streit dadurch entschieden zu haben, dass sie behaupteten, der Trieb nach Glückseligkeit, der allerdings die einzige Quelle der Sittlichkeit wäre, könne weder eigennützig noch uneigennützig genannt werden. Indem sie das ganze Objekt dieses Triebes, die wahre und vollständige Glückseligkeit, nur in der Befriedigung sowohl der sympathetischen als der selbstischen Neigung zusammengenommen denken lassen. Da beide Neigungen durch die Natur dem menschlichen Herzen eingepflanzt werden, so könne zwischen denselben nur dann und nur insofern ein Streit entstehen, wenn und inwiefern die Befriedigung von beiden durch den Widerstreit zwischen den äußeren Umständen, von denen sie abhängig, unmöglich gemacht würde. Dieser Streit würde durch die Vernunft entschieden, welche es zukomme, zu untersuchen, ob in dem gegebenen Fall die Befriedigung der sympathetischen Neigung, die aus der Unternehmung der Handlung folgen müsste, größer sei als die Befriedigung der Selbsttischen, welche von der Unterlassung derselben zu erwarten wäre, worauf dann der Wille durch das Vergnügen an der vorausgesehenen größeren Befriedigung unausbleiblich zur Handlung bestimmt würde. Das sind jetzt alles so kontextuelle Überlegungen. Da es bei dieser Theorie der Sittlichkeit nicht die Art, sondern lediglich die größere Qualität des Vergnügens ist, welche bei Kollisionsfällen als sittliche Triebfeder den Ausschlag gibt, da die Befriedigung des Geselligen sowohl als der selbstischen Neigung nur insofern über die andere die Oberhand erhält, als sie Mittel zu einem größeren Genuss ist, so kann man freilich den Verteidigern dieser Vorstellungsart nicht Unrecht geben,
dass sie die Frage, ob die ursprüngliche und höchste Triebfeder des Willens diejenige, die in den Fällen der Kollision zwischen den selbstischen und sympathetischen entscheidet, eigennützig oder uneigennützig sei, eine ledigliche Veranlassung zu bloßen Wortstreitigkeiten von der Hand weisen. Es geht also alles noch so ein bisschen um vorhergehende Theorien und Streitigkeiten. Und jetzt kommt er so langsam zu seiner eigenen Theorie. Ne? Und zwar in diesem Zitat beginnt das 173. Es sind freilich unleugbare Tatsachen, erstens, dass beim Wollen sowohl als beim unfreiwilligen Begehren derjenige Trieb, der nur durch Lust und Unlust in Tätigkeit gesetzt werden kann, zweitens, dass beim Wollen außer jenem Trieb auch noch die Vernunft auf eine besondere Weise beschäftigt ist. Diese beiden unstreitigen Tatsachen des Bewusstseins sind die unstreitige Veranlassung gewesen, den Willen für den durch Vernunft geleiteten Trieb nach Vergnügen zu halten. Eine Meinung, die das Gemeinschaftliche aller bisher verschiedenen Theorien des Willens und der Sittlichkeit begreift und eben darum die genaueste Prüfung erfordert. So, jetzt kommt so langsam auch die Vernunft ins Spiel. Ja. Wie verstehen Sie jetzt die Vernunft hier in diesem Kontext? Haben Sie eine Idee? Vernunft, die haben wir nämlich noch gar nicht drin jetzt in diesem Konzept. Welche Rolle spielt die Vernunft? Ja. Zusätzlich zum Trieb durch Unlust und Lust gibt es in der Vernunft die Möglichkeit, frei zu entscheiden. Mhm. Genau. Und den Willen einzusetzen, mhm. Also, den Willen ein Ziel zu setzen. Genau, wir müssen uns überlegen, welche Rolle spielt die Vernunft hierbei. Ja? Kant hatte gesagt, das obere Begehrungsvermögen, der moralische Wille, ist eigentlich der vernünftige Wille. Kant hatte sogar gesagt, Wille gleich Vernunft. Wir tun nur das, was vernünftig ist oder was zumindest uns als vernünftig erscheint. Das ist natürlich ein bisschen kontraintuitiv, ja? Weil wir handeln nie immer nur nach der Vernunft. Ne? Vernunft jetzt allgemein verstanden. Ne? Was man aber natürlich auf der anderen Seite sagen könnte, wäre, wenn man Vernunft versteht als Gründe, dann hätte er wiederum recht. Ja? Wenn man jetzt Vernunft im Sinne von Gründen versteht, wir handeln nur dann, wenn wir Gründe in ausreichender Zahl und Gewichtung vorfinden, die überwiegen für eine oder die andere Option. Ja? Also, wir handeln nur dann, wenn wir auch irgendwie unsere Vernunft anstrengen. Ob es sich dabei um so eine allgemeine Vernunft handelt, das Sittengesetz, oder ob es sich dabei um so eine individuelle Vernunft handelt, die einfach Gründe abwägt, das müssen wir jetzt hier noch offen lassen. Das ist jetzt hier noch nicht ganz klar. Ja? Okay, es ist allerdings Tatsache des Bewusstseins, dass beim Wollen auch ein unwillkürliches Begehren stattfindet und es ergibt sich durch Reflexion über dieses Bewusstsein, über dieses Begehren, dass dasselbe Vergnügen zum Objekt und zum Grunde habe. Allein es ist nicht weniger eine Tatsache des Bewusstseins, dass das Wollen etwas mehr als ein bloßes unwillkürliches Begehren ist. Dass bei jedem Gemütszustand eine besondere Handlung vorkomme, welche Entschluss heißt und welche durch Reflexion über dieselbe von der Forderung des unwillkürlichen Begehrens unterschieden wird. Wir sind uns dieses Entschlusses als der eigentümlichen Handlung unseres Ichs, der Person in uns, bewusst und insbesondere als derjenigen Handlung, durch welche wir zwar die Forderung des Begehrens weder aufstellen noch aufheben können, aber doch die Befriedigung derselben gestatten oder versagen können. Diese Befriedigung oder Nichtbefriedigung muss von jener Forderung genau unterschieden werden. Die Forderung des bloßen Begehrens ist keine Handlung des Willens, ungeachtet sie beim Wollen vorkommt. Die Befriedigung ist zwar Objekt dieser Forderung, aber sie ist nur bei den unwillkürlichen Handlungen zugleich auch die Wirkung der Forderung.
bei den Handlungen des Willens ist die Wirkung des Entschlusses. Sie ist ein notwendiger Gegenstand des unwillkürlichen Begehrens, aber nur ein zufälliger des Wollens, welches auch die Nichtbefriedigung hätte beschließen können. Das ist wahrscheinlich das zentralste Zitat in diesem Text, eines der ganz zentralen Zitate. So, was macht jetzt nämlich Reinhold hier? Als unwillkürlich, was heißt unwillkürlich? Ein unwillkürliches Begehren, was ist das? Ja. Ein unfreies Begehren, ich kann mich nicht dafür oder dagegen entscheiden. Genau. Geben Sie mir ein Beispiel für unwillkürlichen Aktionen, unwillkürlichen Phänomenen. Wenn Sie mir jetzt was zuwerfen und ich kann es nicht vorstellen. Genau. Oder wenn man zum Beispiel so einen Reflex hat. Ja? Also Sie kennen den Reflex, wenn man hier zum Beispiel hier auf die Kniescheibe schlägt. Das ist unwillkürlich. Ja? Also einfach unwillkürlich, nicht indem man den Willen kürt, indem man den Willen bewusst bestimmt. Unbewusste Handlung. Ja? Reflexe, Reaktionen oder auch Triebe, die wir nicht reflektieren. Ja? Okay, also das Wollen hat immer was Unwillkürliches drin. Wie kann man das verstehen? Was meint jetzt Reinhold damit? Es ist ja nicht das Einzige. Er sagt mir gleich danach, es ist nicht weniger eine Tatsache des Bewusstseins, dass das Wollen etwas mehr als ein bloßes, unwillkürliches Begehren ist. Ja? Im Wollen wirkt ja genauso auf die Lust und genau. Dagegen die Unlust. Also kann ich auch das zum Gegenstand meines Wollens machen und kann auch danach handeln. Ja, also genau, also es ist so, Harry Frankfurt, kennen Sie den, diesen analytischen Denker Frankfurt, schon mal gehört? Der spricht von First Order Desires und Second Order Volitions. Also, ich mache mal hier so ein bisschen, das ist also ein ganz zentraler Denker, der lebt sogar noch, der ist aber schon sehr betagt. Ich mache oben rechts einen Link rein zu einem Seminar, zu einer Seminarsitzung, wo wir Harry Frankfurts Freiheitstheorie behandelt haben. Oben rechts können Sie sich anschauen. Aus dem Seminar über Freiheit und Determinismus. Und also es geht eigentlich, es ist Folgendes. Wir haben zwei Stufen des Willens. Ja, wir haben also nach Reinhold jetzt unwillkürliches Begehren. Und wir haben, das ist das Unterste, das könnten praktisch sowas wie Triebe sein. Oder auch Regungen, Willensregungen. Regungen oder Tendenzen. Sie kennen das alle. Sie haben irgendwie den Wunsch nach etwas, das Bedürfnis. Ich habe jetzt Hunger. Das ist unwillkürliches Begehren. Und wenn Sie sagen, ich esse nichts, ich bleibe jetzt hier sitzen, dann haben Sie sich auf dieses unwillkürliche Begehren bezogen, auf einer höheren Ebene. Sie haben sich zu Ihren Wünschen, erster Ordnung, Trieben, erster Ordnung, nach Reinhold unwillkürlichem Begehren, verhalten. Und das macht Willensfreiheit aus. Ja? Deswegen sagt er, es ist nicht weniger eine Tatsache, dass es so etwas mehr als unwillkürliches Begehren ist, dass bei jedem Gemütszustand eine besondere Handlung vorkommt, welche Entschluss heißt. Ja? Das heißt, hier gibt es noch Entschluss. Entschluss. Das ist eine eigentümliche Handlung unseres Ichs. Und zwar eine Reflexion. Und zwar darauf. Ja. Und zwar dadurch können wir dieses Begehren nicht aufstellen. Also das Begehren muss uns gegeben werden, irgendwie, auf der ersten Stufe. Das können wir nicht durch Reflexion erzeugen, wobei das ist die Frage, ob wir es vielleicht nicht doch können. Aber Reinhold sagt, das können wir jetzt durch diesen Entschluss nicht hervorbringen oder aufheben. Aber wir können eben ihm die Befriedigung, die Forderung, das ist auch die Forderung der Triebe, die können wir eben gestatten oder versagen. Also praktisch der Entschluss, der führt zur Befriedigung.
das unwillkürliche Begehren geht auf eine Befriedigung hin. Es zieht auf etwas ab. Ja? Ich möchte jetzt, dass mein Magen gefüllt wird mit irgendwas. Dann bin ich satt. Satt ist das Ziel, die Sattheit, die Sättigung ist das Ziel, auf die das unwillkürliche Begehren ausgerichtet ist. Und ich kann jetzt dieses Ziel, Ausrichtung kann ich jetzt durch meine Reflexion, durch Entschluss gestatten oder verweigern. Und genauso eben jetzt kann man sich das überlegen mit dem eigennützigen Trieb und dem uneigennützigen Trieb. Die beiden stellen Forderungen an mich. Ich möchte jetzt nicht eigennützig sein, ich möchte jetzt uneigennützig sein, ich habe Vergnügen an der Freude anderer und so weiter. Das ist das Ziel, aber ich kann es eben gestatten oder nicht. Ich entscheide nochmal darüber. Ich bin nicht bloßes Objekt meiner Begehrungen, sondern die Begehrungen sind meine Objekte. Nicht ich bin Objekt der Begehrung. Und das zeichnet genau nach Kant, aber auch vor allem nach Reinhold, Willensfreiheit aus. Das ist das ganz, ganz Zentrale. Ja, das ist so der Punkt. Und dieses Zitat finde ich sehr interessant, weil er hier eigentlich mehr oder weniger das, was Harry Frankfurt macht, eigentlich hier sehr schön auf den Punkt bringt. Ja, etwas mehr ist als bloßes Begehren und dieses etwas mehr ist eben diese eigentümliche Handlung und die bezeichnet er auch noch als Reflexion hier. Ja. Befriedigung ist Objekt der Forderung, aber sie ist nur bei den unwillkürlichen Handlungen zugleich auch die Wirkung der Forderung. Bei unwillkürlichen Handlungen, bei Trieben, die durchschlagen, die gelangen gleich zum Ziel. Bei einer freien Willensentscheidung steht das Ziel zur Disposition. Darüber kann ich nochmal urteilen. Das heißt, ich begebe mich in so eine gewisse Distanz zu meinen Trieben. Das ist diese Aufschiebung. Ja. Ich schiebe die Willensstrebung auf. Ich halte sie mir erstmal vom Leibe, um darüber Ratschlagen zu können. Gründe abzuwägen, die dafür den Gegensprechen. Und das ist genau Willensfreiheit. Ja. Ich kann da drin das Wort Willens oder den Begriff der Willensfreiheit nicht finden. Mhm. Ja. Ja gut, es gibt so, hier... So wie ich das interpretiere, meint er, dass wir, muss ich mit meinen Worten beschreiben, dass es verschiedene Einflussgrößen auf das gibt, was wir tun möchten. Beispiel, Sie sagten, ich habe jetzt Hunger. Mhm. Dem steht, wie alles im Leben, was wir tun, gibt es ja niemals etwas, was ganz solitär dasteht. Mhm. Wenn Sie einen Hunger haben und Sie möchten jetzt etwas essen, dann richtet sich Ihre Idee auf etwas Positives, um Ihr Gefühl oder um Ihre Glückseligkeit zu erhöhen. Und gleichzeitig vermindern Sie die Glückseligkeit, weil Sie dafür Geld ausgeben müssen. Erstens. Zweitens müssen Sie jetzt hier aufstehen, durch die kalte Straße da drüben gehen. Das sind negative Dinge. Deswegen stehen, so lese ich das hier, zwei Bedürfnisse in Konkurrenz miteinander. Und welcher der beiden Bedürfnisse das größere Gewicht hat, das wandelt sich dann in eine Handlung um. Und dann ist da, so wie ich das lese, weil ich das Wort Willensfreiheit nicht erkenne, der Willen im Grunde eine Luftnummer. Das heißt, dass es diesen Willen im Grunde gar nicht gibt, sondern dass hier eine automatische Handlung, die Handlung automatisch entsteht, dadurch, was wir von diesen beiden, entweder das Geld im Geldbeutel behalten oder den Magen füllen, was gewichtiger ist für uns, dem folgen wir. Und dann ist der Wille, sage ich nochmal, eine Luftnummer. Das ist interessant. Also Sie sagen jetzt, es ist ein anderes Modell. Das, was Sie jetzt vorstellen, wäre so ein bisschen das Waagschalenmodell, so könnte man das nennen. Ja. Also der Wille ist eine Waagschale und es liegen da halt die Motive drauf. Ne? Und je nachdem, ja, das wäre jetzt hier vielleicht zum Bäcker gehen, ja, und das wäre eben hier bleiben. Ne? Ja. Und jetzt hat einfach das mehr Impact, mehr Einfluss und dementsprechend neigt sich die Waage auf die eine Seite und das ist dann ausschlaggebend für die Handlung. Genau, so denkt es Reinhold nicht. Sie haben aber recht, dass aus diesen Zitaten man es unterschiedlich
urteilen könnte. Ich meine, was halt hier ist, schauen Sie, das, was Sie jetzt vorschlagen, wäre unwillkürlich zu nennen. Das wäre unwillkürlich. Das würde eben einmal so oder so ausschlagen, je nachdem, was eben in uns den stärkeren Grund hat. Das wäre in uns, würde sich mehr oder weniger so ein Kräftespiel ereignen, was wir selbst nicht mehr unter Kontrolle hätten. Das wäre jetzt Ihr Vorschlag, wenn ich Sie recht verstanden habe. Ja, was bedeutet das, dass willkürlich dann gibt? Genau, aber Reinhold spricht hier ja trotzdem von Willkür. Er spricht ja hier von einer besonderen, er sagt, einerseits haben wir was Unwillkürliches, ja, das sind unsere Motive, unsere Triebe, das steht außer Frage, aber jetzt sagt er hier eben Folgendes, es ist ebenso eine Tatsache, dass etwas mehr als bloß unwillkürliches Begehren das Wollen ist. Das heißt, es ist nicht nur unwillkürlich, sondern es kommt auch noch eine besondere Handlung hinzu, die heißt Entschluss. Und die ist reflexiv. Und die ist, das könnte man daraus jetzt entnehmen, obwohl er es nicht direkt sagt, die ist willkürlich. Ja, also so lese ich das. Und jetzt ist dann die Frage zu stellen, was beeinflusst dann die Entscheidung aus dem Willkürlichen heraus, was bestimmt genau das Willkürliche? Das ist ein guter Punkt, genau. Weil da kann man ja sagen, das ist ja wieder unwillkürlich. Ne? Also, also wenn ich jetzt hier, ein guter Punkt, also ich habe den Schluss von der zweiten Stufe, ne? Also ich kann sagen, erste Stufe und das zweite Stufe. Ne? Jetzt kann ich aber fragen, gibt es nicht noch eine dritte Stufe, die dann den Schluss bestimmt? Ne? Ja? Und genauso eine vierte Stufe. Ja. Und so weiter bis es unendlich. Darauf geht Harry Frankfurt auch ein. Er sagt, das wäre so ein unendlicher Regress. Wir kämen nie zum Handeln. Ja? Frankfurt sagt, es genügt aber, wenn wir nur eine zweite Stufe annehmen, um uns einmal reflexiv auf unsere Motive erster Stufe zu beziehen. Das ist für ihn hinreichend. Weil damit einhergeht, in diesem Schluss, dass wir alle möglichen Meta-Gründe, die da oben noch kommen könnten, dass wir die ausschalten, dass wir die nicht in Betracht ziehen. Wir haben uns festgelegt. Jetzt kann man sich natürlich fragen, was sind die Gründe für diese Festlegung? Ja? Worin bestehen die? Ja? Das ist unser Charakter. Der könnte ja prädeterminiert sein. Ja? Ja, ne? Aber jedenfalls, das ist eine weiterführende Diskussion, die sehr berechtigt ist, aber mit Blick auf Reinhold können wir schon festhalten, dass er hier von einem Entschluss spricht, und ein Entschluss ist immer was Willentliches, was Kontrolliertes. Ja, das ist nichts, nichts Unwillkürliches. Ein Entschluss ist immer willkürlich. Ja, ein Entschluss ist kontrolliert, bewusst. Er spricht ja hier auch von einer Reflexion. Ja? Also daraus kann man schon, obwohl er das Wort nicht verwendet, Willensfreiheit definieren. Also Reinhold will auch Willensfreiheit vertreten, ganz klar. Aber Sie haben zu Recht gesagt, hier sind viele Probleme angelegt. Das ist also sehr richtig. Stehen bei dem Entschluss nicht zwei Unwillkürlichkeiten in Konkurrenz? Ja, aber der, ja, nein, der Entschluss, der macht der Welt. Das ist der Entschluss. Also wir müssen nochmal eine Ebene drüber denken. Hier, das Ich. Das Ich oder der Wille, der entschließt, ob die Waagschale runtergeht oder nicht. Der drückt die runter. Oder er legt die Gewichte auf eine Seite. Die Gewichte werden nicht einfach so gelegt von außen, sondern er hat die Gewichte bekommen, aber er ordnet sie an. Das ist willkürlich. Und das verstehe ich. Aber diese Willkürlichkeit muss doch in irgendeiner Weise gesteuert werden, indem er die Willkürlichkeit ausnutzt und das Gewicht nach links legt, muss er doch einen Nutzenzuwachs verspüren, indem er das tut. Es sind seine Gründe, es ist sein Charakter. Es sind eben die Maximen, die in dem Ich, in der Person, darüber bestimmen. Aber dann wird es schon wieder das ist ein guter Punkt. Man kann sagen, auch die Person ist prädeterminiert. Also die Person ist auch nur Faktor ihrer Umstände. Das kann man sagen. Ja? Aber man muss dennoch festhalten, dass es ein anderes Modell ist. Man kann sagen, das Modell verschiebt sich, ne? Man verlagert das Ganze nur ins Ich, es gibt so einen Regress, aber man muss trotzdem anerkennen, dass es was anderes ist, ob ich jetzt nur so eine Waagschale mir denke, die einfach unwillkürlich beladen wird, oder ob ich nochmal von einer höheren Ebene drauf reflektiere. Ob der Grund, von dem aus ich reflektiere, ob der wiederum prädeterminiert ist. Das ist wieder eine weiterführende Frage. Ja? Aber vom Modell her müssen wir uns hier jedenfalls nach Reinhold nochmal eine zweite Ebene denken, von der aus dann eine Wahl stattfindet. Ob die Wahl dann wirklich frei ist, das ist die Frage.
Und da gibt es eine riesige Debatte drum. Ich verweise eben nochmal auf dieses Freiheitsseminar oben rechts im Kasten, dann wenn es online ist. Können Sie alles nachlesen auf philocast.net, habe ich alle Zusammenfassungen geschrieben, verlinke ich unten in der Beschreibung nachher noch rein, alle Zusammenfassungen, alle Materialien zu diesem Freiheitsseminar. Riesendebatte. Ja. Aber Reinhold ist mitten in dieser Debatte drin. Das macht ihn doch recht aktuell. Ich lese mal das andere. Also das war jetzt praktisch in meinen Augen das zentralste Zitat bisher. Folgendes geht es noch weiter. Wenn man nun die Forderung des Begehrens, inwiefern das Vergnügen für sie Grund und Folge, das ist Zweck, ist, eigennützig nimmt, so ist freilich kein Wollen ohne eine Forderung des eigennützigen Triebes. Aber auch keines durch diese Forderung allein denkbar. Die Wirkung des eigennützigen Triebes geht in der Person vor, die sich dabei mehr leidend als tätig verhält, ist unwillkürlich. Mehr leidend heißt mehr waagschalenmäßig, unwillkürlich. Dasjenige durch die Befriedigung oder Nichtbefriedigung dieser Forderung ein Wollen wird, geht nicht los in der Person vor, die sich dabei mehr tätig als leidend verhält. Das ist nämlich die Willkür, das ist dann die Reflexion, die Handlung. Sondern ist Handlung der Person selbst und ist willkürlich, da haben Sie es, ist willkürlich. Daraus also, dass alles bloße Begehren durch Vergnügen bestimmt wird und daher eigennützig ist, folgt also keineswegs, dass auch alles Wollen durch Vergnügen bestimmt würde und eigennützig ist. Vielmehr, inwiefern das bestimmt werden durch Vergnügen ein Leidender, das Wollen aber ein selbsttätiger Zustand des Gemütes, inwiefern das Wollen vom bloßen Begehren wesentlich verschieden ist, insofern lässt sich kein Wollen überhaupt als bestimmt werden durch Vergnügen denken. Damit will eben Reinhold sagen, wir sind willensfrei, wir können uns in einer Distanz, also praktisch Aufschiebung, das ist das Wort, eine Distanz zu unserem Begehren bringen. Ja, wir können uns die Triebe etwas vom Leibe halten. Ja. Jetzt hätte ich Lust auf einen Cola, tja, ich könnte jetzt rausrennen und mir es kaufen. Ich habe Gegengründe dagegen. Ich muss es mir überlegen. Ja. Und diese Aufschiebung, ich kann auch sagen, ach, jetzt warte ich noch 10 Minuten, dann kann ich die Cola trinken. Ich muss ihm nicht direkt nachkommen. Ich bin Herr meiner selbst, über meine Triebe. Die Triebe haben wir nicht im Griff. Also was wir an Trieben in uns vorfinden, können wir nur schwer kontrollieren. Wir können sicherlich irgendwie auch kontrollieren, welche Triebe in uns stärker und weniger verspürbar sind. Zum Beispiel, wenn wir fasten. Ja? Oder uns, wenn wir zum Beispiel mentales Training machen, können wir unseren Triebhaushalt so kontrollieren, dass wir vielleicht gar kein Hungergefühl mehr verspüren. Denken Sie an Mönche, asiatische Mönche, ja? Die da tagelang fasten. Ja? Die werden vielleicht gar kein Hungergefühl mehr verspüren. Aber das setzt eben langes Training voraus. Ja? Wir können also schon auch diese erste Ebene trainieren. Aber die steht uns nicht ganz zur Verfügung, ja, während wir hier ganz im eigenen Haus sind. Das ist so dieser Punkt von Reinhold. Ja. Und jetzt kommt der Schluss, das Schlusszitat. Ich verstehe daher unter Wollen, sich selbst zur Befriedigung oder Nichtbefriedigung eines Begehrens oder einer Forderung des eigennützigen Triebes bestimmen. Unter Begehren in engerer Bedeutung aber das Bestimmtwerden durch Vergnügen oder durch Lust und Unlust überhaupt die Forderung des eigennützigen Triebes. Handlungen, die mit bloßem Begehren ihren Grund haben, heißen instinktartig und sind bloß tierisch oder unwillkürlich. Bei diesen bestimmt sich die Person nicht selbst zum Handeln, sie wird dazu bestimmt. Der eigennützige Trieb wird in der Person befriedigt, aber nicht durch die Person, durch eine Wirkung der Person in der Person, nicht durch eine Handlung der Person. Also offensichtlich ist der eigennützige Trieb primär. Also Wollen ist primär sich verhalten zu den Trieben, die nur unser Individuum betreffen. Aber es ist ein Verhalten dazu. Befriedigung oder Nichtbefriedigung. Also der eigennützige Trieb, der ist dem uneigennützigen Trieb ein bisschen vorgeordnet, als wir zunächst einmal über ihn uns entscheiden müssen, zu Rate gehen müssen. Finde ich auch schön die Person, also der Trieb darf nicht in der Person befriedigt werden, um die Person frei zu nennen, sondern er muss durch die Person befriedigt werden. Also das ist wiederum hier diese zweite Ebene. Volitions, Second Order Volitions, da sagt auch Harry Frankfurt in seinem Aufsatz,
Willensfreiheit und der Begriff der Person. Das, was eine Person ausmacht, sind diese zweite Ebene, dieser Entschluss, diese Reflexion, das macht die Person aus. Da sind die Maximen und alle Eigenheiten genannt. Das hier ist, das ist nur das Unwillkürliche. Das war jetzt ein kleiner Einblick. Wir sind schon am Ende der Zeit. Wir setzen das in der nächsten Sitzung noch ein bisschen fort. Sie können sich die Folien auch alle nochmal anschauen. In der nächsten Sitzung, wir gehen nochmal kurz drauf, können wir uns kurz drauf zu sprechen. In der nächsten Sitzung behandeln wir diesen netten Herrn hier. Wissen Sie, wie der heißt? Johann Gottlieb Fichte, genau. Und der hat jetzt eine Theorie der Triebe, die nicht nur Willensfreiheit bezeichnet. Also Reinhold ist ziemlich im klassischen, modernen Schema der Willensfreiheit drin. First Order Desires, das sind die Triebe, ja, nach Frankfurt. Fichte versteht Triebe ganz anders. Für Fichte sind Triebe letztendlich Formen des Selbstbewusstseins, ja, Formen der Praxis, Formen der Verwirklichung, also viel ontologischer da. Und also Fichte steht noch im größeren Kontrast zu Kant, als es Reinhold tut, weswegen ich jetzt den Fichte nach Reinhold jetzt eben in dieser Verlauf eben behandeln möchte. Ja. Dann wünsche ich Ihnen noch eine schöne Restwoche und ein schönes Wochenende.